Diese Tradition werde ich vermissen, immer ans Bett dieses Mannes zu treten, früh und zu furzen. Das macht mich glücklich. Ja, als wir hier ankamen, war der Tisch komplett leer und jetzt ist er komplett voll gemüllt. Das war eine wunderschöne Zeit. In der Tat, Kanak. Ich finde es gut, dass du jetzt auch komplett ins andere Ufer schwimmst, Bruder. Oder soll ich eher sagen, Schwester. Wir haben es schon mal bis nach Konstanz geschafft und der erste Bus ist unpünktlich. In der Tat. Prognose, wird das heute was? Ich hoffe für dich nicht. Willkommen bei Folge 7, Reisen wie Obdachlose. Tja, die Strecke ist immer noch gesperrt, jetzt müssen wir auf den Bus ausweichen. Ja, bald habe ich den Führerschein, nächste Woche ist Prüfung, also von daher. Es ist so verdammt knapp, also es ist noch nicht raus, ob wir unseren Anschluss bekommen in Friedrichshafen. Doch, aber es sieht gut aus. Ja, okay. Wir haben ja dann noch 15, 16 Minuten Zeit, vielleicht eine Cola. Ich hoffe's. So, Frühstück! Vermisse ich die Schweiz jetzt schon. Das gelobte Land! Das! Wie so oft geht die Reise für mich gleich noch weiter und ich verabschiede mich jetzt von diesem wundervollen und engen Mann. Statement. Wir sehen uns in 8 Tagen wieder, Bitch. Ulm. Ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, der Münster muss dringend weg. Feinstes Nutzi-Mittagessen. Und ich frage mich echt, wie die beiden Züge hier 36 und 37 zum gleichen Ziel abfahren wollen. Da bin ich immer gespannt. Und verdammt harte Arbeit auf dem Weg nach München. So, ich bin jetzt in München angekommen und nein! Ich muss erstmal wieder klarkommen. Ich habe einen absoluten Kulturschock erlitten. Es sind hier erstmal 10 Grad mehr als in der Schweiz. Und dann die anderen Umstände darf ich jetzt nicht ausführen, aber ihr wisst, was es ist. So, das ist das Zimmer. Oh, wir haben einen Doppelbett. Ja, mei! Ja, unser Kaffeemaschine. Was ist denn? Ja, nein! Nein! Ich, naja. Alter, was ist denn das hier? Oh, Junge! Guck mal aus dem Fenster, das ist ja deprimierend. Diese Stirn. Alter, das sieht aus wie nass. Ja, das ist richtig. Junge, die Hütte, die Dusche. Guck mal, die Hütte ist nicht die Dusche. Und es gibt einen starken Föhn, das ist gut. Ich muss dringend duschen, ich bin völlig verwahrlost. Ja, mach mal. Was ist hier? Ach, da wird gekotzt. Das, ich freue mich auf den Schnitt in 8 Stunden. Ja, okay. Also übrigens, die Gurkensohn-Transformation wird jetzt absolut abgebrochen. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich sehe wirklich aus wie ein anderer Mensch. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das müsst ihr bewerten. Aber ich habe auf jeden Fall Badehosen an und wir sind hochmotiviert. Tina Turner turnt mich an. Ist sie nicht gestorben? Die ist tot. RIP. Endlich normale Leute. Hier riecht es immer nach Benzin. Und mal wieder habe ich zu wenig Sachen mit, deswegen gibt es wieder Unterwäsche. Die haben die Philipp Klein Unterhosen übrigens immer noch massiv reduziert hier am Start im TK Arsch. Kann ich echt nur empfehlen. Badehosen. Sex. Hier hat übrigens vor wenigen Tagen der Flagship Store in München eröffnet. Der auf der Maximilianstraße war mal relativ knapp bemessen, so wie mein Yaro. Und das ist doch wirklich mal angemessen, Alter. Maschallah. Leider schließen die schon 18 Uhr, Alter. Was ist denn los hier? Aber das ist so Schi. Steininsel ist der Shit. Premium Rewe, Premium Leben. Premium Rewe, Premium Leben. Was?
zeichnen es auf, Domingus. Es ist ein sehr warmer Tag in München. Und heute fiel die Entscheidung darauf. Wir haben vorhin gesagt, wir brauchen Vitamine, ein bisschen Frucht und so weiter. Und naja, das ist im Prinzip geworden. Ja. Nee, das muss nicht schmecken, das muss wirken. Ja. Oldesloe Doppelkorn ist natürlich der beste, aber echt so ein Nottelkorn. Ach komm. Jedenfalls ist das eine sehr gute Alternative. Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ist ein Metal! Ja, immer gern! Lass mich noch kurz einfüllen, bitte, das ist sehr wichtig. Schwerwiegende Probleme. Ich will nicht den Mann filmen, der ist nackt. Hund. Das ist so cool. Danke. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Lass es dir schmecken, Berater. So. Schaut an dieser Stelle ein stabiler Olaf. Mettmann. Mettfrau. Milf, handlicher Mann. 27. Was denn? Das tut mir so. Ich kann das nicht. Das ist gleich der erste Kontakt mit Alkohol seit 2 Tagen und zwar für beide von uns. Deswegen sind wir auch so aufgedreht. Das sah schon fast professionell aus, mein Guter. Ich bin schwerer Alkoholiker. Und ich bin spielsüchtig. Und ich halte mich nur durch häusliche Gewalt fit. Ich wohne alleine, also ihr wollt gar nicht wissen. Ach, egal. Ich würde es dir mal überlassen, das zu verkosten und zu bewerten, Bitch. Hast du es ein bisschen geschüttelt? Ja, offensichtlich. Keine Ahnung. Oh ja. Oh ja. Aber also meinst du, das reicht? Für die schiere Menge an Suft, der da drin ist, ja, wird das mies zünden, wirklich. Ja, aber es schmeckt, schmeckt wirklich fantastisch. Ja, das sage ich doch. Korn ist halt immer so als Pennergetränk abgestempelt, aber warum trinken die denn den Korn? Das schmeckt gut. Weil es zum einen mundet und zum anderen günstig ist. Und ohne Scheiß, so eine Flasche Wodka für 15 Euro oder für 20 Euro ist nicht besser als der Korn. Kann ich wirklich, muss ich mal so sagen. Mann. Ja, und davon kriegst du weniger Kater. Außer du säufst halt dann wie noch. Ich sauf auf jeden Fall nachher noch 3 Pitcher Bier, das ist mir völlig wurscht. Ich bin vollständig verblödet, was erwartest denn du? Dann hättest du deinen Zug besser genommen, dann hätten wir uns alle umgebracht. Alter, wie bitte? Sü! Junge, das kickt. Alter, das war jetzt zu hören. Na egal. Ich habe euch die Nutze-App ja schon mal empfohlen. Aber ich habe jetzt gerade meine Fische eingelöst, die ich gesammelt habe, und das ging jetzt auf den Nacken. Also ohne Scheiß, wenn ihr bei Nordsee sowieso öfter mal isst, ladet euch die runter. Das ist keine Werbung. Wir haben, wann lädt sie sich gerade runter? Es lohnt sich halt einfach wirklich. Das ist keine Werbung. Das kommt aus freien Stücken Müll. Das ist auch übrigens nie gesund bei dem Wetter. Doch, das ist doch Frucht. Hey, ui, heiß. Ha. Ich habe dich gewarnt, Bitch. Der Fäkalienmarkt ist wunderschön, es ist so heiß, ich schwitze. Schmelze. Alter, die Mische ist doch ein bisschen wild. Für uns gleich die nächste. Und der Gastgeber hat uns das Blitz empfohlen zum Feiern. Ich habe mir jetzt die Google-Bewertung durchgelesen und das habe ich echt keinen Bock drauf. Wir gehen doch wieder in die Nachtgalerie. Aufmerksame Zuschauer und MünchnerInnen wissen, was uns erwartet. Das wird wieder übelst geisteskrank. Wir haben ja letztes Mal, wie viele Shots haben wir eigentlich selber gemacht? Dreistellig. Junge, was? Guck dir, ich habe doch nicht jedes Mal gefilmt. Naja, ich weiß nur, dass dieser Bar. Du darfst ja auch nicht vergessen, ich habe ja auch nicht gefilmt, dass die anderen das geholt haben. Also, das ist immer. Also, was ich filme, ist ja, ich sag mal so 60% von dem, was wir wirklich trinken. Ich filme ja nicht jeden Schluck, den wir zu uns nehmen. So. 60%, das muss. Junge, da! Oh mein Gott, ich krieg 100 Euro! Gesagt, nee, warte mal! Nee, warte mal! Warte mal!
Jawohl, ich krieg 100 Euro. Du? Ich krieg 100 Euro. Ich habe nie zugestimmt. Yes! Yes! Fuck you, bitch! War der Mann wirklich... Mike, mein Freund, es ist gerichtet. Ja, Vitamine sind drin. 60% sage ich dazu nur. Wir holen jetzt schon den nächsten Scheiß. Das schmeckt schon gut, keine Sorge. Keine Sorge! Es filmt, mutmaß ich. Dann mutmaßst du richtig. Ausgezeichnet. Es ist 19.38 Uhr und es ist allerhöchste Zeit. Es ist allerhöchste Zeit. Leben ist manchmal wirklich schön, aber auch nur manchmal, muss ich sagen. Ich möchte an dieser Stelle jemanden gedenken, den ich wirklich sehr vermisse. Das war dem Gastgeber. Also nicht zu früh, Freund, er lebt noch. Er ist nur gerade nicht da. So, ja. Bitte abtrinken, Bitch. Kanuig. Alter, mit sowas stößt man eigentlich nie an, ne? Natürlich nicht. Das ist eine Müllentsorgung gerade. Und wir sind die Mülleimer. Boah, Alter. Vergifte dich mit dem alkoholfreien Getränk. Na, nein, das ist dieser viele O-Saft in einem. Dieser Korn. Ich glaube, da kam ein bisschen Hass mit raus. Boah. Bist du verrückt? Ja, hier. Knuigen. Nein! Ja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Henry, bitte. So, geschüttelt, nicht gerührt. James Bond. Fuck you, bitch! Alter. Ja, gut. Oh. Der Suff ist ja eigentlich gar nicht das Eklige, sondern dann, wenn das wieder hochkommt. Wenn das... Platz des Tages! Selbstverständlich wird auch hier der Spielsucht gefrönt. Es ist der gottverdammte Lifestyle, Book of Ra. Na, Schiptal! Vanilla? Junge, also wirklich... Ich muss da übrigens dringend raus, also was die Zockerei angeht, das ist nicht mehr gesund. Wie kommt man da raus? Das soll ja auch nie gesund sein, nee, das ist ja in Ordnung so. Du musst ja auch ein bisschen leiden zwischendurch. Wir sind schon wieder im Abacus und genießen jetzt feinste Speisen auf Nacken. Es ist so unfassbar warm. Der Pitcher feinste Spaten wird eingegossen. Das ist der Lifestyle. Und feinstes Entrecot aus Neuseeland ist auf dem Weg. Ich verstehe das bloß nicht, dass diesmal die Gläser so klein sind. Ja. Metal. Das feinste neuseeländische Entrecot mit 5 Sternen, was auch immer das bedeuten soll, ist da. Das sieht sehr, sehr saftig aus, Alter. Der Typ. Geil. Oh nein. Es riecht schon mal gut. Ach so. Danke für den Nacken übrigens. Ja, immer gerne. Ach so, man muss das dann noch braten lassen. Junge, das ist ein Fetzen. Das ist saftig, das Ding. Junge. Haben wir heute eigentlich schon mal? Ja, ganz verschissen. Das neuseeländische Entrecot, wenn man das Fett weggemacht hat, es ist unfassbar gut, Alter. Unfassbar gut. Also wenn ihr mal im Abacus seid und noch die Sommerkarte abbekommt, das kann ich von freien Stücken, das ist keine Werbung, wirklich empfehlen. Boah. Junge. Sex mit Fleisch. Mit Mann! Da geht's bald hin. Oh, sorry. Liebe Grüße an stabilen Olaf übrigens. Sei gegrüßt. Stalulalalaf. Stabulalululuwe Malat.
Es ist noch vor 10 und wir sind schon in der Milchbar. Wie kommt's? Hier riecht's ein bisschen nach Chlor. Alter, das ist übelst geisteskrank. Taschiefschanonen! Sag mal, ich muss erstmal etikettieren hier, Werbung und so weiter. Vielen Covid. Hunde Heinrich, mein Freund! Es ist gerichtet! Ostdeutschland! Du hast das voll auf die Leute geschmissen. Mann, Alter! Schiebter! Die kennt doch meinen Penis! Der Götz kommt nicht ins Casino rein. Ich hab ein Bier hier reingeschmuggelt. Ja, das ist der Lifestyle. Junge, diese Geräte, die waren trockener als die verdammte Scheide meiner Transengroßmutter. Und ich muss mich wirklich massivst distanzieren. Hier bist du. Junge. Hast du mich nie gesehen, oder was? Nee. Alter. Ich war blind vor Verlust, Hass. Ach, so viel. Ja, aber 20 Euro. Ja, aber hau. Alter, schnell. Können Sie bitte mal ein Statement zur Sachlage geben, geliebter Bruder? Entschuldigen Sie, können Sie ein Statement geben? Ein Statement. Das ist für meine Mutti. Okay. Die Mama schaut zu, also wir müssen ein bisschen was sagen können. Okay. Schönen guten Mallert! Hey! Bubududu! Ja, Bubu! Jo! Oder beide Bubu! Beide Bubu! Ja, Bubu! Ja, Bubu! Ja, Bubu! Hi, Barbie! Hi, Jubu! Da, Badu! Junge, die Leute! Alter! Scheiße! Gin Mare Tonic, das ist endlich mal ein kühles Getränk. Soll ich mal probieren, Manni? Oh, ich habe das noch nie probiert. Ist gut. Das ist schmackhaft. Aber stark. Ich würde Kopfschmerzen bekommen, Alter. Find Gin Tonic ist stark. Boah, Alter. Oh. Bahama. Hui, wir nehmen jetzt übrigens unsere Getränke vom Sausalitos vor der Milchbar ein. Hund! Grüße an Mr. Knight. Mann. Mr. Knight. Nein. Mr. Knight adoptiert. So, da ihr die vorherige Szene im Zeitraffer gesehen habt, weil dieser Mann falsch gedrückt hat, muss ich jetzt nochmal aufnehmen. Schön, dass du es mir so sagst. Ja, Alter, ich sag's dir so. Du hast mir die Scheiße so in die Hand gegeben. Mann, echt? Ja. Dann war ich's. Das hat der schon gefilmt. Echt? Ich glaube. Na, dann war es meine Schuld. Ist ja scheißegal. Wir ja, also ich habe jedenfalls in dieser letzten Szene das geöffnet und die Mische gemacht mit Jägermeister und Fanta und da haben Leute rumgeschrien und Mallert und so weiter. Und ach Mann, jetzt habt ihr das im Zeitraffer gesehen. So ein Scheiß. So eine Vergeudung. Komm, jetzt halt dein Maul. Jetzt komm. Nee, das war übrigens lustig. Ja, Mann. Jetzt wissen die Leute noch. Selbstverständlich. Angenommen, etikettieren. Ich jetzt sagen, ey, du hast die Mischung aus, du weißt, was du machst, dann stehst du auch dahinter und kannst auch verdrehen. Das musst du erkennen, dass du von den Leuten stehst. Wir sind mittlerweile völlig verfahren, also der Mann hat uns fehlgeleitet. Und es ist. Ich bin ein Organ, die Mannen! Mann, Alter. Also mein Name ist ab jetzt offensichtlich niemand. Mein Freund! Alter! Es ist gerichtet! Ja, hallo! Ostdeutschland! Schnitt nur! So, jetzt sitzen wir im Taxi. Und wirklich, also ohne Scheiß, die westdeutsche Jugend ist so verloren. Ich habe gerade gedacht, ich muss ausrasten. Ich habe fast kein Bier. Ich war kurz davor, aber meine Bewährung möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Du, genieß es. Ist dein Tag. Zwei Männer, ein Boot! Uwe Mallert! Yeah, boy! Ha! Hört ihr schon mal?
Wow! Danke an die ganzen Bras und Braturas hier. Danke an die ganzen Nonen. Ganz. Schiptal! Statement zur Sachlage. Bitte vielen Dank an die Nonen! An die Nonen, Mann! Warum ist das Licht schon wieder an? Wir müssen jetzt die Hoden bestellen! Also es ist auf jeden Fall schon relativ hell. Was ist jetzt der Plan? Junge, du fragst mich Sachen. Jetzt geht's erstmal in die Milchbar. Halt dein dummes Maul. Jetzt gehen wir hier über die Alter, mal ruhig, wir sind da. Wir sind da, Mann. Ich muss jetzt hier erstmal mit meinem Hodensack drüber steigen. Junge, wir sind da. Fuck you, bitch. Nein. Fuck you. Da, mach bitch. Ruhig. Wir sind da, Mann. Oh ja, Entschuldigung. Da ist die Milch. Fuck. So laut, Mann. Die lass uns so gar nicht rein, wenn du so bist. Ich hasse dich so sehr. Los jetzt hier. Milchmann. Das ist ein Mann. 2-3 Stunden. Es ist 5.56 Uhr. Jetzt kommt das auch noch. Alter. Ich brauche nur ein Statement. Ja, stimmt. Ja, gut. Wir sind ja sozial. Also. Gibt es hier noch irgendwas zu essen? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Also, nee, ja. Gut. Also. Ich habe wirklich Hunger. Hier vorne ist ein McDonald's. Hat er auf? Ja. Um 6? Immer. Echt? Ja. Ich habe da mal von 4 zu bis um 5. Ich bin völlig verblödet. In dem Fall falle ich um. Also bei McSchmutz gab es wirklich nur Schmutz. Die hatten nur vegane Speisen. Und die haben uns gesagt, dass wir eine Stunde warten sollen bis um 7. Da gibt es das Frühstück. Und das ist McMüll statt McRubbish. Ja, in dem Fall falle ich um. Wo gibt es denn jetzt hier noch... Junge, der Müll. Hier liegt ja nur McMüll. Alter, wie es hier aussieht. Können wir bitte. Nee, ich muss noch was essen. Jetzt mach das Licht aus. Los. Welches Licht? Mach das, Junge! Das ist nicht mein Licht. Ich! Sorry. Where can I get breakfast? What? Breakfast. We are from Croatia. Is this. Here. Oh my god. Achso, ich hab auch einen bekommen. Thank you so much. Oh, yes. Thank you so We're much. Not from Germany. We're from Croatia. From what? Croatia. Die sind aus Kroatien. Holy shit! Hey Junge, schnell weg! Lauf! Lauf! Das sind Hexen! Lauf, Rodriguez! Schiptar! Sü! Wir müssen da einbrechen. Also ich glaube, der Nothahn wurde gezogen. Das ist das Dümmste, was ist passiert. Alter, dass du das ausmachst, da vorne oben sind. Du dumme Hure. Du Hure. Alter, du Hure. Das wird auf keinen... Ja. Nicht in den Vlog schneiden. Im strömenden Regen sage ich gute Nacht. Die haben sich ja auch die dicksten Decken rausgesucht. Es ist so warm, Alter. Dumme Scheiße, Mann. Mach das Band aus jetzt, Mann. Ich raste da richtig aus, Alter. Ohne Spaß. Guten Morgen. Es ist um 10.01 Uhr. Und das ist der zweite Take. Und jetzt kann ich schon nicht mehr mit dir arbeiten. Sü. Mann, ich will ins Bett zurück. Ach Junge, wie sieht's hier aus? Wir müssen wirklich direkt aufstehen, packen und los. 20 Minuten Weg. Patrick Sing. Diese Maracuja-Schorle hier, die belebt mich gerade so wundervoll nach wenigen Stunden Schlaf. Und dieser, ich kann es ja nicht in Worte fassen, Mensch. Trinkt schon wieder das erste Weißbier. Jum, hey, da bin ich daheim. Sü.
reibe mir jetzt diese Weißwurst ein. Entschuldigung. Vielen Brezelharm. So, Alter. Dankeschön, Dankeschön. Weil nur ein waschechter Bayer weiß, dass Patrick Singh fährt auf dem falschen Gleis. Und Heinrich, mein Freund. Nee, so macht man das dann. Haben wir heute eigentlich schon mal? Ich! Nicht so laut, Max, nicht so laut. Das kannst du nie machen, Alter. Ohne Spaß, das kannst du echt nicht machen. Ah, das Highlight der Kronfleischküche. Der Stierhoden. Hodensack. Sonntag Nachmittag. Stierhoden. Kannst du nochmal diesen Vlog abmoderieren, bitte? Ich habe nicht genügend Beute. Der Mann braucht mehr leere. 25er? 25er?